Und natürlich ist das hier, muss man wirklich sagen, ideal, weil alles direkt am Wald liegt und mitten in der Nacht kommt der Wolf, das bekommt man dann ja nicht mit. Übrigens ist dieser Wolf niemals übers Gatter gegangen, die 2 Meter Höhe, sondern man hat ja im Nachhinein festgestellt, welche Öffnungen in dem Zaun waren, dass da ohne weiteres ein Wolf durchkommt. Tagsüber ist der Wolf, versteckt er sich natürlich gut. Dem reichen oft ein umgestürzter Baum, so eine Tellerwurzel, so eine große Tellerwurzel, und darunter liegt er und man findet ihn nicht. Unwahrscheinlich ist das auf keinen Fall. Nur wenn es irgendwie geht, nutzt er sogar eine Brücke. Man hat es ja gesehen in der Vergangenheit in Emmerich. Aber der ist durchaus in der Lage, den Rhein zu überqueren. Der Wolf wird niemals einen Spaziergänger angreifen, auch gerade hier nicht. Und es gibt ja seit 2000 Wölfe in Deutschland, ist kein Angriff auf einen Menschen bis heute belegt.